Gut besucht war am vergangenen Wochenende das Tierheim in Dessau-Roßlau. Zum Herbstfest hatte die Einrichtung geladen und nicht nur Zweibeiner folgten. Mit einigen Showdarbietungen wurden die Gäste empfangen und konnten sich vor dem Rundgang des im Herbst 2011 eröffneten neuen Tierheims bei leckeren Gegrillten erst einmal stärken. Danach ging es für viele der Besucher auf Entdeckungstour. Über 100 Katzen haben im Tierheim ein Zuhause gefunden und warten natürlich auf eine Vermittlung. Doch an diesem Tag der offenen Tür war an eine Vermittlung von Tieren nicht zu denken. Wir haben uns das zum Ziel gesetzt, an dem Tag nur Vorgespräche zu führen. Wir werden keine Tiere vermitteln. Das machen wir nachher im Nachgang, ganz entspannt, ganz ruhig. Da können wir gezielt auf die Person eingehen, fragen, was für ein Tier gesucht wird. Und das hat sich herausgestellt, dass das die bessere Variante ist. Das Interesse an diesem Tag war riesig und so freute sich das gesamte Team, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern und festen Mitarbeitern, über den hohen Zuspruch auf das Herbstfest. Ja, unsere Besucher, die sind interessiert an unseren Katzen, wie viele Katzen da sind, aus welchen Herkunftsorten, wie sie gefunden werden, ob sie wieder abgeholt werden, wie alt, bei den Hunden das Ähnliche, wie werden Hunde gefunden, warum sind Hunde länger hier, das sind so die meisten Fragen. Viel wurde den Gästen an diesem Tag im Tierheim am Friedrichsgarten gezeigt. Sogar der Hundesportverein Dessau Süd war zu Gast und hatte vorgeführt, was die Vierbeiner so alles drauf haben. Wenn auch an diesem Tag keine Tiere vermittelt wurden, so lohnt sich der Weg zum Tierheim allemal. 12 Hunde und 100 Katzen suchen familiären Anschluss. Vielleicht ist ja ihr treuer Begleiter im Tierheim zu finden.